Ja, hallo, Oman, moin. Ich habe mal wieder ein Kinderbuch mitgebracht. Stinkt normal, ist nämlich anders. Ein Lesechecker-Buch von Nina George und ihrem Mann Jens Kramer. Die beiden haben schon zusammen viele Bücher geschrieben, haben sich auch teilweise anders genannt, haben jetzt aber mal wieder zusammen ein witziges Abenteuerbuch geschrieben für Jungs und Mädchen ab 8 Jahren, aber auch große Kinder wie ich haben bei dem Buch unglaublich viel Spaß gehabt, denn es geht ums Pupsen. Paul ist es, der hier mit seinem besten Freund gleich am Anfang des Buches bei seiner Tante ist und die hat einen ziemlich lecker aussehenden Kuchen gebacken. Aber die sappelt die ganze Zeit, bis es dann zum Kuchenessen kommt und Paul nimmt seinen ersten Bissen und schmeckt plötzlich Marzipan heraus und erinnert sich daran, dass seine Eltern ihn mal gewarnt haben, bitte isst kein Marzipan, du weißt, du kannst das nicht, du verträgst das nicht. Er weiß gar nicht warum und er isst dann noch ein Stück, weiteres Stück Kuchen und plötzlich rumpelt und pumpelt es in seinem Bauch. Er kann sich nicht helfen, er möchte eigentlich noch zur Toilette gehen, aber es fährt in einen Pups und daraufhin sind seine Tante und sein Freund schlafgefallen. Kurz darauf, Blümchen und er sind wieder draußen, reden sie darüber, ziemlich lustige Geschichte, und wollen jetzt ein Experiment wagen. Sie kaufen noch mehr Marzipan. Und auf einem Sportplatz wird ein Experiment gemacht und der ganze Platz kommt in eine Reaktion. Die Eltern haben natürlich noch weiteres gewarnt. Er soll kein Wirsing essen, er soll kein Paprika essen, soll kein Lakritz essen. Lakritz liegt nahe, dass man das kaufen kann und nochmal schnell testen kann, was damit passiert. Und so wird ein Physikunterricht auch teilweise ins Lachmanöver manövriert. Was sie noch erleben, was sie noch für einen Schabernack machen. Und dann gibt es noch das Mädchen, die Stille, die die beiden Jungs beobachtet und nicht betroffen ist von den Pupsen, die magische Fähigkeiten haben. Und als der Lehrerin auch noch eine Gefahr droht, merken die drei, dass nicht jeder Pups halt jeder Pups an der richtigen Stelle losgelöst hat, auch hilfsreich sein kann. Ein unglaublich witziges Pups-Abenteuer, Pupse mit magischen Fähigkeiten. Das Buch hat hier auch noch für die Leser, die ein bisschen langsamer sind, halt auch noch ein Daumenkino gemacht. So wandert immer dieser Pups hier als Daumenkino herauf oder herunter. So weiß man immer, wo man ist. Es ist noch toll illustriert, das Buch von Horst Hellmeier, und hat ein Lesezeichen, in dem man halt auch anhand des Sterns, der hier eingestanzt ist, und halt dieser Zeile noch witzige Texte mit dem Buch finden kann. Ich wünsche viel Spaß, erlesene Stunden. Bis bald, Hauke Harder von der Buchhandlung Almo Schmidt und dem Blog Leseschatz. Tschüss!